Sie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spintire. Was? Ich hoffe, diesmal stürzt das Spiel nicht ab. Weil ich sich ja in der letzten Folge mit Steam verbinden wollte, aber Steam das irgendwie nicht wollte oder keine Ahnung. Und jetzt sind wir hier. Naja. Auf jeden Fall wollte ich hier fertig umdrehen. Weil mit Anhänger umdrehen ist das blöd. Also wenn der ausgefahren ist. Ich kann ihn ja mal hier ausfahren und dann... Ja, ich habe fast geahnt, dass das passiert. Qualm. Langholz. Ah ja. Da war ja was, der Anhänger muss genau gerade oder synchron mit dem Fahrzeug stehen. Ganz genau synchron. Ja. Ah. So. So. Ganz genau synchron stehen, ach Mann. Wo geht doch? Kann es ja doch. 6 Punkte Ladung. So haben wir nur eine. Nur noch ein Ziel. Sorry. Na, was heißt nur das ganz schön weit weg? Wenn man das mal abrundet. Hier. Dann nochmal hier ein bisschen hin und her gucken. Blub, blub, blub. Hallo, hier markieren. Plus das da sagen wir mal. Das ist fast die ganze Strecke, die wir hier komplett gefahren sind. Eine schöne 6 Punkte Ladung.
Langholz. So, links abbiegen. Das schaffen wir. Der tut sich hier aber ordentlich schwer. So, wir fahren mal lieber mit Licht. Man soll uns ja auch sehen, nicht nur hören. Sehen sollte man uns auch. So, jetzt wird die Straße aber ordentlich belastet. So viel Lader, wie wir da hinten drauf haben. Die fährt hier nicht täglich rüber. So eine fette Ladung. Nur damit das kleine Sägewerk wieder für ein Jahr was hat. Bringen wir da jetzt Holz hin. Wir schaffen das schon. Und dann noch einmal mit einem LKW, mit einem kleinen oder sagen wir normalen mittleren LKW dahin fahren. Und eine Ladefläche voll mitnehmen. Und dann reicht das auch. Aber ich denke mal, eine Ladefläche voll reicht. Vorne die beiden vordersten Reifen hingen gerade schon in der Luft. Ah, der eine da jetzt auch. Noch bin ich hier richtig. Ich markiere mir lieber hier das mal. So. Und wir fahren mal wieder durch Matsch. Und da haben wir schöne Fahrrillen eingearbeitet. Oh, und das nächste Let's Play ist fertig. Ja, irgendwie habe ich wohl in der Aufnahmepause meinen Timer oder meine Stoppuhr weiterlaufen lassen. Und es sind ja noch 10 Minuten. Oder ungefähr 10 Minuten. Also, vielleicht kommen wir sogar diese Folge noch an. Oh, man kann jetzt sogar durch den Rückspiegel durchgucken. Okay, ich glaube, da wurde einfach nur ein Bild eingefügt. Den Feuerlöscher kann man jetzt sehen. Und es geht bergauf. Die Steine vibrieren ja schon im Leerlauf. Und wieder Rückwärtsgang. Oh, da ist ein Stein.
Lenken. Davon gibt es hier auch noch mehrere Kurven. Naja, es ist eine Ladung, die wir mit den großen hier dahin bringen werden. Und den Rest werden wir mit den mittleren LKW dahin bringen. Aha, ein Baum. Ich krieg die Bäume hier hoch. Ich schaff das. Also, Redenholztransport muss die Strecke komplett neu gebaut werden. Zumindest an den Kurven. Gut, 5 Minuten sind erst noch. Das wird ja auch wieder Jahre dauern und da hinten ist die nächste Kurve. Schade. Schade, schade, kein Windenziehpunkt. Nee, eigentlich muss ich den ja in die andere Richtung ziehen.
Ich glaube, bevor ich das schaffe, habe ich irgendwas anderes hier schon fertig. Ach, Manu. Ganz genau jetzt bräuchte ich einen zweiten Spieler, der mir hilft. Da ist ja einer. Wie mache ich das jetzt? Und jetzt noch mal versuchen. Schafft das hier, ja. Bisschen weiter rechts bräuchte ich noch einen. Na, erstmal habe ich nur den hier. Was heißt nur, das ist auch schon gut. Und Telefon. Die 10 Minuten sind auch um, von daher verabschiede ich mich einfach mal und wir sehen uns hoffentlich nächste Folge wieder. Und da werde ich das Teil hier hoffentlich mal, ja, hochkriegen. Diesen gottverdammten Berg hochkriegen, naja. Bis dann. Tschüss. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'. Mac, I'm gone.